Geil. Ey, jetzt mach doch keinen Scheiß hier. Oh, ich hasse dieses Mückengeräusch. Kennt ihr das? So Leute, ich glaube, der Moment der Wahrheit kommt gleich. Entweder es wird echt richtig schief gehen oder es wird geil. Mit großer Kamera ist es mir jetzt echt zu aufwendig, deswegen jetzt so. Ich habe jetzt das Advanced Plugin von MIDI-DSP auf dem PC installiert. Musste dazu Adobe Air runterladen, wieso auch immer. Sieht jetzt so aus. Und noch ist kein DSP verbunden. Logisch, noch hat die Box ja keinen Strom. Und ich weiß nicht, ob ihr auch so seid, aber ich bin so ein Typ, immer wenn er was gebaut hat, dann hat er vom ersten Einschalten Schiss. Es ist wirklich so. Ich werde jetzt nochmal alles final durchmessen. Wirklich mit Schalter an, Schalter aus, ob irgendwo, also mit dem Duspol messen, ob irgendwo Werte sind, die da nicht hingehören. Wenn aber alles stimmt, werde ich es einschalten. Ich habe wirklich ein bisschen Schiss, muss ich sagen, weil da ist ja ein dickes Netzteil drin, eine Endstufe drin, DSP drin. Ich habe mir das alles irgendwie durch die Gegend haut, aber eigentlich habe ich sehr sauber gearbeitet, sollte eigentlich nichts passieren. Dennoch, man hat immer so ein bisschen Respekt. Dann werden wir jetzt gleich mal das ganze Ding einschalten nach dem Messen und versuchen schon mal den DSP mit der Software zu verbinden. Dann werde ich schon mal grobe Trenneinstellungen machen, dann werden wir schon den ersten Ton raushauen. Ich bin mega gespannt. So, die Kamera steht gerade auf meiner UI. Auf meiner Ultimate Ears. Mega Boom. Man muss ja improvisieren. Also, erstmal Multimeter checken. Okay, Durchgang erkennt das auf jeden Fall. Logisch, der allererste Test, den ich mache, ist, ob wir zwischen 0 und Phase irgendwo Durchgang ist. Nein. Zur Erde. Nein. Dann nochmal den zur Erde. Nein. Sehr gut. Dann schalten wir jetzt das Gerät mal ein. Natürlich ohne Strom noch, sonst wäre ich nicht so gelassen. So, jetzt haben wir die Box immer eingeschaltet. Durchgang. Ja, drin ist ein Trafo und der hat logischerweise Durchgang, weil es eine Spule ist und ich mit einem ganz kleinen Strom hier reingehe. Deswegen zeigt der Durchgang an. Das Schaltteil würde, glaube ich, nichts machen, aber dadurch, dass ich einen Trafo, einen richtigen Trafo noch drin habe für den DSP, zeigt der durch. Ja, dann gibt es eigentlich nichts anderes, als das zu riskieren. So wie ihr sehen könnt, bin ich ja in meinem Gartenhaus. In meinem hat mir das auch gefallen. Und baue die ganze Zeit hier, habe dementsprechend auch die Anlage hier. Ich habe alles angeschlossen. Ich habe jetzt die Powercon drin, USB für den PC, Input links, rechts und die Outputs für die Top-Teile. Ich würde sagen, am Anfang drehen wir erstmal alles ganz runter. Logisch. Okay. Schuko, mal gucken, ob es knallt. Nö. Es würde mich auch wundern, wenn. Aber lass uns mal gucken, ob es ploppt. Okay, es ist schon mal super ruhig. Ich freue mich, dass die LED weiß ist und nicht irgendwie so hässlich blau. Sieht immer cool aus, aber sieht immer so billig aus und nicht, wenn es blau leuchtet. Die Boxen haben schon mal nicht geknallt. Das finde ich richtig geil. Also unsere Doppelschaltung hat was gebracht auf jeden Fall. Dass ich praktisch das Netzteil vor und dahinter abschalte. Mal gucken, ob es nachher beim Abschalten ebenfalls so ist. Jetzt nehme ich euch mal live mit und lasst uns mal gucken, ob wir jetzt den DSP schon am PC sehen können. Lass uns mal kurz das Grundrauschen hören. Oh, es hält sich wirklich in Grenzen, muss ich sagen. Ist echt nicht laut. Ja, dem meine Ego-Perspektive hier jetzt nicht gefällt, Pech, mir ist es egal. Ich mache es jetzt so, wie ich Bock gerade habe. USB machen wir jetzt mal hier ran. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob wenn ich jetzt hier raufdrücke. Connect to the system. Device found. Upgrade and synchronize. Ich würde sagen, bevor ich hier irgendwas drücke, ist es eigentlich ziemlich selbsterklärend, bevor ich irgendwas drücke, ich mache mal kurz das Manual auf. Seht ihr? Gut, dass wir nachgeguckt haben. Ich hätte nämlich das Falsche gedrückt. Und zwar steht im Manual, dass man zuerst Restore the Default drücken soll. Also, ich meine, man kann es ja übersetzen, ist ja logisch, aber man sollte wirklich beim allerersten Einschalten wirklich genau das drücken, damit das Board wirklich die aktuelle Software bekommt und komplett auf Null gesetzt wird. Steht hier auch wirklich ganz klar drin, dass man das als allererstes drücken soll, sonst kann man sich das Ding irgendwie zerhauen. Haben wir auch gemacht. Das lädt jetzt hier alles ein bisschen vor sich hin. Ah, Successful Connection to the Board. Schaut mal. Geil. Ich würde sagen, ich würde jetzt ein bisschen rumprobieren, hier so ein paar Dinge tun. Und wenn ich dann in der Materie wirklich gut drin bin, dann werde ich es euch am Ende erklären, weil ich glaube, es ist nicht so cool, wenn ich jetzt selber probiere und parallel was zu erkläre und jeden Fehler wieder korrigiere. Deswegen, ich fuchse mich jetzt hier so ein bisschen ein und wir machen das danach zu Hause im Studio ordentlich. Also, der Lüfter ist an sich trotzdem leise, aber er nervt mich jetzt schon. Die Anlage hat noch nicht mal einen Ton rausgehauen, der Lüfter springt schon an. Also, laut Manual des Endstufenherstellers springt er erst ab 50 Grad Transistortemperatur an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt schon 50 Grad hat, weil der läuft gerade mal eine Minute ungefähr. Und ich finde das trotzdem störend laut. Ist jetzt nicht super laut, aber trotzdem, es stört mich schon, das Geräusch. Also hört mal.
man hört es. Und das nervt mich jetzt schon. Dann müssen wir noch eine andere Lösung finden. Vielleicht ein EBM-Papstlüfter noch rein. Und Gumminupsel, weil so kann das nicht bleiben für eine Kinoanlage. Das geht nicht. Das Vibrieren ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich gerade eben meine Freude schon extrem bei Instagram ausgelassen, meiner Story. Also die Story gesehen haben, jetzt das Video. Die wissen, was ich meine. Ich habe mit Abstand noch nie sowas Geiles gebaut für meine Verhältnisse. Das ist wirklich eine unfassbar geile Anlage geworden. Sie klingt richtig, richtig gut, finde ich. Hat für die Größe brutal Power. Also man sieht es ihr nicht an. Die ist so, ja, eine kleine Anlage. Die lief auf Halbdampf und das Haus hat gewackelt, gefühlt. Also das ist wirklich, der Bass geht richtig tief runter, hat sehr viel Headroom. Die kleinen Falter FE32 machen auch eine super Arbeit. Es gibt nur zwei Sachen, die noch ein bisschen fail sind, die ich noch nachbessern muss. Und die zeige ich euch jetzt. Fail Nummer 1, hört ihr jetzt? Das Laute, was ihr hört, ist gar nicht mal der Lüfter hier oben, der kleine, den wir eingebaut haben, sondern der Lüfter am Netzteil. Ich wusste gar nicht, dass der wirklich ein aktiver Lüfter ist. Manchmal sind das so eine Art Trappen oder einfach nur irgendwelche Lüftungsschlitze. Der macht ganz schön Krach. Also der Krach kommt gar nicht von dem kleinen hier oben. Der Krach kommt da unten aus der Ritze raus, nämlich genau dahinter, wo der Lüfter vom Schaltnetzteil sitzt. Also da muss ich vielleicht irgendwie mal einen Widerstand einlöten oder gleich einen Lüfter rausbauen, weil der hat auch einen Overheating-Schutz und wird über den Lüfter von hier oben mitgekühlt. Und so wie es sich anfühlt oder anhört, ist der Lüfter vom Netzteil nur so semi-Temperatur gesteuert, weil das Netzteil hat es gar nicht ausgelastet und der läuft auf Volldrehzahl. Also es nervt. Da müssen wir echt nachbessern. Das nächste, was mich echt ein bisschen wundert, ich habe Poti schon immer so verbaut, also immer auch schon so eingelötet, die senken gefühlt nur 3 dB ab. Wenn ich hier alle Potis, also das sind ja die an den Outs hängen, irgendwie absenke, passiert gefühlt nichts. Also es passiert schon was, aber es wird alles so gefühlt nur 3 dB abgesenkt. Das sind 10 Kilo-Ohm Potis, die sind auch logarithmisch und nicht linear und trotzdem, keine Ahnung, warum das so ist, ich weiß es nicht. Der Poti für die Gesamtlautstärke, der praktisch über VCA gesteuert wurde, also direkt über den DSP, der ist nur falsch rum aufgesteckt. Also ganz links, praktisch ganz leise ist bei dem ganz laut, andersrum ist ganz leise. Dementsprechend müssen wir da nochmal auf der Platine, ich rede so schnell, ich bin so aufgeregt. Dementsprechend müssen wir da nochmal auf der Platine den Stecker einfach nur einmal umdrehen und 180 Grad und dann ist das Problem auch gelöst. Ich muss ja nur was für den Lüfter und die Potis einfallen lassen, das ist nicht ganz so cool. Aber an sich bin ich brutal zufrieden, es ist Wahnsinn, was da rauskommt. Wenn man mal die Größe des Cubes betrachtet, super klein. Ja, das Gitter fehlt noch, ich wollte, wenn es schon mal so fertig ist, dass ich einen Ton raushauen kann, dann ist ja klar, dass ich einen Ton raushaue. Und Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. So Leute, Tachchen. Warum ich so ein Grinsen im Gesicht habe, brauche ich an sich gar nicht zu erklären, habt ihr ja eigentlich mitbekommen. Auf jeden Fall ist schon mal die Furcht vor dem Ergebnis der Anlage definitiv genommen. Die Anlage ist ultra krass geworden, wie ich finde. Also geil, sie klingt richtig gut. Es macht mega Spaß, auf der Musik zu hören und ich bin wirklich, wirklich begeistert. Wie gesagt, die einzigen Probleme sind noch die Lüfter und die Potentiometer, aber das kriegen wir irgendwie auch noch geregelt. Das ist der einzige Cube, der noch nicht fertig ist. Ich habe den weißen Bass mit den schwarzen Tops getestet, aber es ist ja an sich scheißegal, die Farbe. Deswegen, den einen müssen wir noch fertig machen. Dann habe ich hier die kleinen Rahmen, die müssen wir noch mit Stoff verspannen und dann können wir die Tops wirklich finalisieren. Und dann ist die weiße Anlage, bis auf die beiden Fehler, die wir noch korrigieren müssen, komplett fertig. Wenn ich weiß, wie ich sie korrigiere, logischerweise zeige ich euch das ebenfalls, damit ihr nicht mit dem Problem am Ende dasteht, falls ihr euch die auch selber nachbaut. Was für eine komische Satzführung am Ende, aber egal, weiter geht's. Unsere schwarz gesprühten Rahmen für die Bespannstoffe für unsere kleinen 4 Zoll Tops sind nicht ganz getrocknet, aber es hält mich jetzt nicht gerade davon ab, weiterzumachen. Hab keine Geduld und will fertig werden. Man muss ehrlich sagen, so langsam lässt die Lust vom Bauen oder am Bau noch echt nach. Weil man halt wirklich jeden Tag so lange daran baut. Es macht trotzdem megamäßig Spaß, aber man merkt, wie langsam so die Motivation zurückgeht. Man will fertig werden. Und genau, ich habe jetzt hier die beiden schwarzen Rahmen, sind an sich jetzt nackig ziemlich hässlich aus, was aber auch egal ist, weil es bloß unsere Schutzrahmen sind, um jetzt bei unseren kleinen 4 Zoll Tops den Bespannstoff drauf zu machen. Denn jetzt haben wir nämlich alle Tops komplett fertig geschraubt. Yes, ich brauche nie wieder eine Speak-On-Buchse in diesem Leben löten. Jetzt ist die Frage, genau hier. So, jetzt brauchen wir wieder unseren Adam Hall-Stoff, unsere Rahmen. Und unseren Tacker. Und das wird jetzt wieder wahrscheinlich richtig, richtig spannend. Ich freue mich drauf.
So, zuerst müssen wir gucken, welcher Rahmen in die Box hier reinpasst, weil die Tops ja so ganz minimal verzogen sind und wir die Rahmen hier extra für angepasst haben, müssen wir auch wissen, wie rum der reinkommt. Denn dieser Adam-Hall-Stoff hat ja praktisch so eine, ich sag mal, so eine Hauptlinie in eine Richtung. Es wäre doof, wenn wir die dann verschieden gerastert haben. Deswegen kurz gucken, wo die Horizontale ist praktisch. Und dann können wir auch anfangen. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht das Richtige. Na, das könnte der Rahmen für die Box sein. Ich weiß nicht genau. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welcher Rahmen zu welchem gehört, aber bei beiden passt das nur so halbwegs. Deswegen lieber, bevor wir den mit Stoff beziehen, nochmal nachbearbeiten, dass wirklich alle Seiten am besten die gleiche Dicke haben. Denn Leute, lieber immer nochmal nacharbeiten, bevor ihr euch nachher ärgert. Wirklich. Das Gleiche überprüft ihr bei euren Rahmen bitte auch, ob die wirklich genau passen. Denn wenn eine Ecke von dem Rahmen hier ein bisschen zu stark in die Ecke von der Box selber reingeht, habt ihr keinen Platz mehr für den Stoff. Und dann mangelt es euch bei einer kleinen Ecke, dass das ganze Ding mit Stoff reinpasst. Und das muss ja dann wirklich nicht sein. Ob jetzt das Schwarze hier vorne von den Schraubstocken ein bisschen massakriert ist, ist nicht schlimm. Denn letztendlich ist es nur, damit das nicht komplett holzfarben durchdrückt. So, genau so kommt der Rahmen praktisch hier oben in den Lautsprecher rein. Jetzt müssen wir mal kurz unseren Stoff wieder nehmen. Dann eine Schere. Mann, das Ding ist so groß für so einen Mini-Rahmen. Ey, jetzt mach doch keinen Scheiß hier. So, hooray, endlich geschafft es auszuschneiden. Jetzt habe ich nur vergessen, wie rum der Scheiß hier drin war. Och Mann, ey. Scheiße. Oh, ich hasse dieses Mückengeräusch, kennt ihr das? Oh, was ist denn das für eine Krüppelnadel? Jetzt geht die Scheiße wieder los. Oh Mann, auf sowas habe ich jetzt gar keinen Bock, ehrlich gesagt. Dass jetzt jede zweite Nadel failt. Ich bin halt wie ein kleines Kind, was müde ist und ins Bett will, und er anfängt rumzunerven. So, kommt Nico mit seinem Sledgehammer. Ja, jetzt bist du leer, oder was? Yeah! Jetzt haben wir es, Leute. Yes. Oh mein Gott, ja! So, diese kleinen überstehenden Zipfelchen hier, die drückt ihr einfach mit einem Schlitzer rein. Die kommen auch nicht mehr raus, wenn die einmal reingedrückt sind. Ich höre hier überall diese Mückensounds, ey. Ich hasse diesen Ton. So. Jetzt sieht sie hübsch aus und ist auch viel gespannter. Viel gespannter. Lol. Geil. Ich bin happy. So, ich habe gerade die beiden Top-Teile, die jetzt endlich fertig bespannt sind, wovon ich ja fast einen Krampf bekommen habe. Die beiden Tops habe ich jetzt ins Haus gebracht. Werde jetzt hier noch aufräumen. Ich bin einfach schon wieder todesmüde. Habe heute gefühlt nicht geschafft, mich einfach über den Erfolg der Anlage gefreut. Morgen werden wir uns dann der Fehlersuche widmen, also das heißt einmal Lüfter des Netzteils, einmal die Poties, warum die nicht so wirklich regeln wollen, und morgen werde ich auch meine schwarze Anlage hoffentlich beenden können. Ich muss theoretisch bloß noch Netzteile reinpacken, ein bisschen verkabeln und die Gitter für die Boxen machen, der Rest ist komplett fertig und dann habe ich zwei fertige Anlagen, auf die ich sehr stolz sein kann, muss ich sagen. Nur halt diese beiden Probleme muss ich noch lösen, aber ich glaube, das war vorherzusehen, dass es da noch irgendwas gibt, was nicht so glatt läuft. So, es ist knapp 3 Uhr und jetzt werde ich mich auch, nachdem ich den ganzen Scheiß aufgeräumt habe, auch von diesem ganzen Stoffscheiß, ist ja alles schon wieder voll den Fetzen. Danach werde ich mich jetzt mal ins Bett bewegen. So, also Leute, macht's gut.